Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, Ciao Futur, gucken wir uns mal an. Habe ich ja schon mal vorgestellt, wurde sich jetzt aber nochmal gewünscht, ist ja auch eine gewisse Zeit her. Und ja, Stufe 9 Medium der Franzosen. Autoloader. Ist halt, ja, in Konkurrenz mit der Badget AP und der Lorraine sozusagen. Kann man jetzt aber, ja, doch sollte man eigentlich schon zwischen den zwei mit vergleichen. Mein persönlicher Favorit ist aber immer noch die Lorraine, weil ich mit der am besten irgendwie klarkomme. Gunhandling ist auch geil. Gunhandling auf dem Ciao Futur ist auch nicht schlecht. Badget hat so das Schlechteste mit. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von der AP irgendwie. Aber Ciao Futur geht schon klar. Panzerung, ja, 140 mm, leicht gewinkelt, da kommt aber nicht viel zusammen an dem Turm. 100 mm die Seitenbacken, haben wir hier 90 mm, ja, beim Munitionslager vorne dran und die Seiten vom Turm, wenn man das so nennen will. Ansonsten hier Oberwanne 55, 45 nochmal hier beim Motorblock. Ja, Seiten 40, also ist halt ein typischer Franzose, ist leicht gepanzert, kommt halt zum Flankieren ganz gut hin. Motorleistung ist hier auf jeden Fall nicht schlecht, 60 vorwärts, 20 rückwärts, 22,96 PS pro Tonne, fast 23 PS. Ja, 1750 HP, das ist okay, wir haben eine Erkennbarkeit in der Bewegung von 317 Metern und eine Sichtweite von 497, das heißt wir sind 180 Meter mit der Sichtweite drüber in der Bewegung, das geht, das ist okay. Die Lorraine ist da noch ein bisschen schlechter, die ist halt aber auch größer, die Badge hat ein kleines bisschen besser. Wir haben hier 11 Grad nach oben, dank Vigiturm, da geht nicht viel, 7,5 Grad aber nach unten. Ist ein bisschen komischer Wert, aber nehme ich gerne. Also Gun Depression mit hinten liegendem Turm, absolut geil. Nachladezeit haben wir hier 33 Sekunden. Ja, für die 4 Schuss ist okay. Genauigkeit 0,3, Zielerfassung 2,4. Also Gun Handling nicht das Beste, aber ihr habt 4 Sekunden Intraclip. Heißt, ihr habt eigentlich dann auch genug Zeit nochmal einzuaimen. Wir haben APCR und Heat. Das ist sehr geil. Komm auf eine DBM von 2071, das ist nicht so geil, aber naja. 264 Pen auf der APCR, 330 auf der Heat mit 390 Alpha. APCR hier auch schön unterwegs mit 1461, hier die Heat auch mit 1060, ist okay. Ja, Mannschaft ist hier von der Badget von mir, also ihr seht schon hier viel auf Tarnung, hinterm Blattwerk, gedämpfter Schuss, leises Fahren, Genauigkeit aber auch noch mit Weitsicht, Nachladen. Ich habe hier komplett auf Reparatur verzichtet, weil ich hier wirklich alles auf Tarnung, Gunhandling und Reload mache. Also ein bisschen Gunhandling halt, also nur der normale Genauigkeitsperk, um halt ein bisschen da noch rauszuholen. Mein Loadout hier seht ihr, 20 APCR, 12 Heat, Optiken verbaut, Stabi und Lüftung. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich wollte fast Ansatzer sagen. Lüftung, halt Gunhandling, Reload, Weitsicht. Medkit, Rapkit, Ration. Wir haben hier einen 3D-Skin für den. Ist okay. Würde ich mir sogar einreden lassen, wenn dieser Mund wieder nicht wäre. Das ist dasselbe wie beim Leo. Der Leo-Skin ist eigentlich auch echt cool, finde ich persönlich halt. Aber warum muss denn immer so ein Mund sein? Der kann lachen. Aber das sieht nicht gefährlich aus. Naja, egal. Wollte euch nochmal so einen kleinen Einblick drauf lassen. Ja, das wäre eigentlich so grob überflogen. Ciao Futur. Und ich würde sagen, wir gehen in die erste Runde. So, wir sind in der ersten Runde. Malinowka, Standardgefecht. Ja, gemischte Lobby. Das ist cool. Wir werden Open Field auf jeden Fall bespielen. Also ganz klar nach links. Ciao Futur hebt sich halt in dem Sinne ein bisschen stark von den 209ern ab wegen dem Intraclip. Eigentlich größtenteils wirklich. Dadurch fährt er auch eher so die Supporter-Schiene. Bei 4 Sekunden ist schon eine Ansage. Da ist die Badget und die Lorraine deutlich schneller im Intraclip. Die können ihr ganzes Potenzial da viel schneller raushauen.
Aber der hat hier dafür echt eine, auch muss ich sagen, schon zuverlässige Kanone auch mit. Mit guten Pennwerten. Und ein, an sich eigentlich einem guten Gesamtpaket. Ach, der kommt da nicht nochmal hoch, ne? Oh, doch. Einen kann ich drücken, jetzt kommt der aber gleich zu nah, wird mich safe spotten. Wenn ich da oben bleib. Oh, nein. Okay, Kommando zurück. Das ist jetzt hier ganz schnell entschieden, die Nummer. Ja. Das war von vornherein klar, was jetzt hier passiert. Wir gehen jetzt nochmal in Reload und verziehen uns. Also gegen den Afris, sorry, aber... Der trifft mich einmal, egal wo er mich trifft, der pennt mich. Das ist... Oh, dieser Panzer ist so eine Belastung. Gut, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Irgendwie über die Mitte vielleicht oder so. In Oben Hill ist jetzt auch noch nicht viel passiert. Unser Afre ist tot. Oh, gut. Kann mal passieren. An die komme ich nicht ran. Wieder hinten sehe ich auch nicht. Lorraine. Da kicke mal einer, guck. Und der Rheinmetall pennt hier gerade irgendwie oder was oder wer oder wo. Ach ja, Nemesis noch mit. Hier unten vor allem. Mhm. Interessant. Interessant ist auch, was die Badge da jetzt macht. Was ist denn da jetzt denn noch? Ach, da ist der Motherland. Ah, das wird jetzt hier gerade aber eine sehr defensive Nummer von uns gleich. Team. Ich will den Busch dazwischen kriegen. Kompletten Clip angebracht, aber beim letzten Schuss aufgegangen, warum auch immer. Weiß nicht, warum der WT sich nicht verschiebt. Hier ist locker schon die Kacke am Dampfen. Petten ist für mich noch gerade nicht die Bedrohung. Team? Alter, jetzt haben die sich alle hier verzogen oder was? Ihr wollt mich doch flachsen. Ach, seid ihr alle geil, ey, wirklich. Gut. Wir haben halt das ganze Open Field jetzt aufgegeben. Den Patton spotte ich gerade nicht mehr. Ah. Gut, die Lorraine ist raus. Ich kann jetzt mal gucken, dass ich das über die Mitte ein bisschen spiele. Motherland ist ja auch weg. Da ist der T95. Da ist der Kari. Jungs, jetzt gebt alles. Der kommt mir jetzt aber gerade ein bisschen zu nah hier.
Sind die alle weg oder was? Ach, jetzt gehe ich auf. Aha, aha, aha. Okay. Da steht er doch perfekt hinter dem Stein, ne? Mit Petten komme ich nicht, bin ich zu flach. Der Petten müsste halt weiter vorne, dann könnte ich dem komplett hier an die Seite jallern. Lebt der Kavi noch? Der Kavi lebt noch. Stand doch da, ne? Ich glaube, hinter dem Stein jetzt. Schwierige Nummer. So, einmal kurz tot gespottet. Kümmern wir uns mal um den Dicken hier. Na, wenn die noch so lange leben, dann mache ich da gleich nochmal mit, aber ich glaube nicht, dass sie noch so lange durchhalten. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass er nicht abgedrückt hat. Ah, der bumst mich jetzt gleich. Oh, er bumst mich nicht, er hat die Kanone nicht runtergekriegt. Jo. War doch eine ganz ansehnliche Runde. Mussten ein bisschen uns verschieben, aber wie gesagt, als Supporter ist es halt mit dem auch schwierig, da zu pushen irgendwie. Aber an sich ein geiles Gerät. 4,9 geschossen, 1,4 unterstützt. Das ist eine Klasse nur, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde. So, wir sind in der nächsten Runde Geisterstadt Standardgefecht. Ja, ausgewogene Lobby, aber keine vorteilhafte Karte für uns, dadurch wir immer recht lange für den Reload dann brauchen. Schlecht. Schlechte Voraussetzungen der Karte eher. Wir werden erstmal nach unten fahren, würde ich meinen. Und schauen, dass wir halt immer irgendwo mal ein paar Schüsse anbringen und so ein bisschen sneaky peaky hier agieren. Anders wird es hier, glaube ich, nichts. Glaube ich nicht weiter vorkommen, wenn er gesehen hat, dass er jetzt schon offen war. Ah, Patriot, mutig. Hat getroffen. Arty ist auch schon offen. Der ist jetzt richtig unpassend. Weil den knackt man so nicht. Zum Glück habe ich den Baum umgeworfen.
Der scheint aber auch blind zu sein. Okay, wir durften unseren ersten kompletten Clip anbringen. Bin ich eigentlich zufrieden? Haben sogar noch mal kurz einen Spot gekriegt auf ihn. Auf dem Motherland kommen wir von da nicht drauf, ne. Ah, das ist jetzt hier halt eine Nummer, ne. Mit der Karte hat uns eigentlich der Matchmaker gerade schon stark gebalanced. Patriot fühle ich halt nicht. Ich würde gerne noch mal wissen, wo der scheiß Mino ist. Der hat sich noch da oben verschoben. Ah, dann könnte man hier eigentlich den Push durchsetzen. Die Artie steht safe dort hinten drinne. So, denkt sie. Wir ziehen mal ein. Wir machen mal einen Pixel-Shot. Nevermind. Kanone liefert ab gerade. Jetzt mal schauen, dass wir hier oben noch helfen, kurz. Patriot war jetzt ungünstig. Ich würde aber echt gern das Mäuschen rausnehmen. Gut, das hat sich erledigt, der hat schon umgedreht. Müssen wir schauen, dass wir jetzt hier ein bisschen in die Flanke reingehen. Motherland ist raus. Das Cross da oben jetzt ein E4, den keiner bestraft oder was? So, da haben wir nochmal einen Schuss drauf gekriegt. Auf den AMX haben wir auch nochmal, da haben wir zwar eine kassiert, aber wir haben unseren Clip angebracht und nochmal Damage gemacht. Wir können jetzt einen Reload gehen. Der Lehmann Russ sollte eigentlich den E4 schaffen. Oh, der E50 ist noch voll. Und hier ist der Light. Das ist halt nicht cool. Mal gucken, wenn der jetzt da crossed. Stelle ich mir doch noch einen Schuss nach. Light konnten wir noch mal eine geben. Ja, da ist der Borask jetzt hier dort. Was ist da oben jetzt? Der AMX 50. Ja, gut, okay. Das ist der E50. Mal gucken, dass ich hier über außen rum das irgendwie spiele. Ja, da ist der Borask. Das Problem ist halt auch, na gut, ich muss ihn rammen, weil ich kriege ihn mit meinen zwei Schüssen nicht rausgeklippt. Ich muss ihn rammen. Anders wird es nichts. Boah, dass er mich anzündet. Dass er mich anzündet, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. OP-Schleuder-Borask. Oh, leck mich am Arsch, ey. Na komm, der Heavy macht's jetzt aber, oder? Was ist denn das hier? Mal Lehmann Ruß rauf da jetzt. Jawohl. Ah, das mit den Bränden mittlerweile ist wirklich krass geworden, muss ich echt sagen. Wie oft ich das jetzt sehe. Ja, nur noch der Light. Aber ich würde sagen, für die Map war das eigentlich ein gutes Ergebnis für uns. Jetzt muss ich hier wieder durchscrollen durch alle. Ja, 4-2 kombiniert. Bin ich eigentlich wirklich ganz zufrieden, weil das keine optimale Karte für uns ist. Ja,
Also es ist halt wirklich ein Panzer, der seine Zeit braucht. Das ist definitiv so. Weil der Clip ist nicht schnell drin und der Clip ist auch nicht schnell raus mit den 4 Sekunden Intraclip. Also der lebt halt wirklich von Runden, die etwas länger gehen. Aber an sich ein echt schöner Panzer. Die Gun funktioniert, er ist mobil, er hat Sichtweite, er hat gute Pen. Kann man eigentlich nicht meckern. Rundum ein absolut gutes Paket, würde ich sagen. Ja, Freunde, das wär's vom Ciao Futur. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gern ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde.